Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Psychonauten und Nachtschattenfans, zu Ausgabe 29 eurer Nachtschatten-Television. In der vorigen Folge hatten wir ja das letzte Interview mit dem leider verstorbenen Cannabis-Patienten Robert Strauß, ist euch allen ein Begriff. Und dieser Beitrag hat bei euch vieles bewegt, ganz offensichtlich. Der hat euch mitgenommen, der hat euch berührt, der hat euch imponiert und nicht immer nur im positiven Sinne. Jedenfalls habe ich viele, viele Nachrichten auf diese Folge bekommen und kriege sie auch noch heute. Und deshalb habe ich beschlossen, heute nochmal so eine Art Cannabis-Special in eure Nachtschatten-Television zu bringen. Ja, wir wollen auf eine Zuschauerfrage insbesondere eingehen, die einherging mit dem Beitrag von und über Robert. Und dann wollen wir uns noch einen Ausschnitt von unserem Hanfpodium, vom Symposium angucken und wie immer in der Nachtschatten-Television natürlich auch Literaturtipps mitgeben. Und so fangen wir jetzt einfach mal an mit der Zuschauerfrage, die vermutlich ganz, ganz viele unter euch interessieren wird, möglicherweise sogar jene Zuschauer, die gar nicht selbst von Krankheit betroffen sind. Es geht nämlich um die Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von medizinischen Cannabisblüten aus der Apotheke. Stellvertretend für andere, die mir eine ähnliche Frage gleichen Inhalts geschickt haben, lese ich jetzt mal die Frage eines Zuschauers vor, der seinen Namen nicht genannt haben möchte. Lieber Markus, ich leide unter chronischen Schmerzen und nehme Opioide und andere Mittel ein. Leider verschlimmert das nur meine Situation und ich habe den Eindruck, die Schmerzen werden davon nur noch stärker. Cannabis hingegen hilft mir zu entspannen und lindert somit auch meine Schmerzen. Was kann ich tun, um an eine Ausnahmegenehmigung zu kommen, beziehungsweise habe ich überhaupt eine Chance? Ja, mein lieber Zuschauer, das ist eine Frage, die so mehrfach gestellt wurde und ich kann dir direkt sagen, wenn es sich so verhält, wie du schreibst, du leidest unter chronischen Schmerzen, kannst das belegen mit einer Diagnose und bist mit den herkömmlichen Pharmaka austherapiert, dann kann ich dir sagen, die Chancen für dich, eine Ausnahmegenehmigung bei der Bundesopiumstelle zu kriegen, sind sehr, sehr gut. Ja, wie geht das also? Ja, das wollte ich euch allen jetzt mal erzählen. Es ist nämlich gar nicht so schwierig. Ja, mittlerweile sind etwa 400 Patienten in Deutschland, die eine solche Ausnahmegenehmigung haben. Die vergibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, genauer gesagt die Bundesopiumstelle innerhalb dieses Instituts. Ich kann euch das Ganze kompetent jetzt hier vermitteln, denn ich selber bin Inhaber einer solchen Ausnahmeerlaubnis. Blende ich euch mal ein, damit ihr seht, wie sowas aussieht. Ich selber habe wegen einer ADHS-Problematik meine Genehmigung bekommen. Ja, alles Weitere über meine persönliche Geschichte will ich hier gar nicht groß ausführen. Fakt ist, es sind von wie viel 80,6 Millionen Deutschen weniger als 400 Menschen, die zurzeit eine solche Genehmigung haben, aber es könnten deutlich mehr sein. Ihr müsstet euch nur trauen. Und diejenigen, die sich trauen, müssen nur wissen, wie es geht. Als erstes steht natürlich die entsprechende Diagnose. Es gibt ganz spezielle Krankheitsbilder, bei denen oder die sind sozusagen prädestiniert für so eine Ausnahmegenehmigung. Unter anderem, lieber fragestellender Zuschauer, chronische Schmerzen, die einfach nicht ordentlich behandelbar sind. Dann die ADHS, auch häufig ein Grund, die ebenfalls nicht zu behandelnde oder die mit Medikinet, mit Ritalin, also Methylphenidat, nur sehr, sehr insuffizient zu behandeln ist und auch mit anderen Stimulantien, Amphetaminderivaten etc. Dann Multiple Sklerose zum Beispiel. Epilepsie kann ein Grund sein. Also es gibt diverse Indikationen, die eben sozusagen prädestiniert sind dafür, eine Ausnahmegenehmigung möglicherweise zu bekommen. Ich blende euch mal eine Adresse ein, nämlich von dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da habt ihr ein Merkblatt, was ihr euch direkt runterladen könnt in PDF-Form und da steht alles Wichtige eigentlich drauf. Was müsst ihr für Voraussetzungen erfüllen? Was müsst ihr dann machen? Ja, wenn ihr die richtige Diagnose habt, die auch schriftlich, einen Facharztbericht braucht ihr da und das muss kein ganz dicker Ordner sein, da reicht ein DIN A4 Zettel, wo eben draufsteht, was draufstehen muss, nämlich eure Diagnose und dass ihr austherapiert seid im konventionellen Rahmen, dann sucht ihr euch einen Arzt, der eure Cannabistherapie begleitet.
Das kann zum Beispiel irgendein beliebiger Arzt sein, der sich traut und der sich auskennt und der sich interessiert und sagt, okay, er stellt mit euch zusammen den Antrag bei der Bundesopiumstelle. Es kann aber auch einer der wenigen spezialisierten Ärzte sein in Deutschland, die entsprechende Hilfe leisten. Da gibt es eine ganz tolle Internetseite von Dr. Franjo Grotenhermen. Er ist ja der Experte, wenn es um Cannabis und Cannabinoidmedizin geht. Viele Bücher geschrieben, er macht das hauptberuflich, er hat sich darauf spezialisiert und viele Fachartikel veröffentlicht er immer wieder. Und er hilft also auch Patienten entsprechend eine solche Genehmigung zu beantragen. Ja, wenn ihr dann all das habt, also ihr habt eine Diagnose, einen Facharztbericht, ihr habt einen Arzt, der euch begleitet und mit euch zusammen den Antrag stellt, dann geht es auch schon los im Grunde genommen. Dann wird zunächst bei der Krankenkasse ein Antrag auf die Kostenübernahme des Cannabis-Wirkstoffs Dronabinol gestellt. Dronabinol ist, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ein THC-Präparat. THC selbst wird ja in wissenschaftlichen Kreisen auch Dronabinol genannt, also Tetrahydrocannabinol nennt man auch Dronabinol. Und die Krankenkasse verweigert in aller Regel die Kostenübernahme für dieses Medikament. Und das ist der nächste Schritt zur Ausnahmegenehmigung. Denn diese Ablehnung der Kostenübernahme braucht ihr auch. Ja, und dann kann letzten Endes das Ganze auch schon losgehen. Dann wird ein Antrag gestellt. Und wenn dort alles stimmt und ihr alle Unterlagen entsprechende Anforderungen einreicht, dann kann das innerhalb von 3 bis 4 oder aber auch 7 bis 8 Wochen soweit sein und ihr habt eure Ausnahmegenehmigung in der Hand. Ja, also hört sich ganz einfach an. In Wahrheit ist es ein kleiner bürokratischer Akt. Man muss also doch ein paar Dinge besorgen, mit Ärzten, Therapeuten sprechen, entsprechend seines Krankheitsbildes, eben entsprechend seiner Problematik und dann eben diesen bürokratischen Akt einfach über sich ergehen lassen, einfach hinter sich bringen. Ja, bei mir hat es etwa 8 oder 9 Wochen gedauert, bis ich meine Genehmigung hatte. Mir sind aber auch Leute bekannt, gerade mit chronischen Schmerzen, da war nach 3 Wochen die Geschichte durchgewunken. So, ja. Ihr müsst auch noch, was ebenfalls wichtig ist, eine Apotheke finden, die euch das Cannabis besorgt. Auch diese Apotheke muss einen Antrag stellen auf Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr, wie es so schön heißt. Und auch diese Apotheke bekommt dann eine Ausnahmegenehmigung von der Bundesopiumstelle und kann für euch entsprechend die Blüten dann ordern. Die kommen aus Holland von der Firma Bedrocan. Da gibt's derzeit keine andere Institution, die medizinische Blüten an die Apotheken liefern darf. Und das stellt für manche auch noch ein Problem dar, eine Apotheke zu finden. Aber auch hier kann man sich austauschen. Es gibt zum Beispiel den Arbeitskreis Cannabis als Medizin und das Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin. Da kann man im Internet auch mal gucken und sich mit Leidensgenossen und mit Menschen, die vor allem auch da schon einiges an Kompetenz erlangt haben, austauschen und sich helfen lassen. Wenn ihr zum Beispiel in Berlin wohnt, da gibt's ja schon Apotheken, die an dem Programm teilnehmen, die so eine Genehmigung haben und so weiter und so fort. Das kann man also ein bisschen erleichtern, indem man sich einfach in die Szene begibt, ins Netzwerk begibt. Eine Szene will ich es gar nicht nennen, sondern in das Netzwerk der Cannabis-Patienten. Ja, und dann kann es allerdings, gerade wenn ihr in Bayern wohnt, trotzdem passieren, so wie dem lieben Robert Strauß. Er hatte eine Genehmigung und wird dennoch drangsaliert und schikaniert und letzten Endes wirklich alle gemacht. Davor seid ihr nie gefeit. Und eine weitere Frage, die auch immer wieder in Zusammenhang mit der Ausnahmegenehmigung kommt, ist, ja, wie ist es eigentlich mit dem Autofahren und so? Darf ich denn dann Auto fahren? Und ja, im Grunde genommen, Autofahren darf man schon. Man muss allerdings darauf achten, dass man natürlich nicht berauscht am Straßenverkehr teilnimmt. Und wenn die Polizei einen anhält und man kann seine Genehmigung vorweisen, dann ist das schon mal nicht mehr das Problem, dann macht die Polizei einem keinen Ärger. Jedoch wird da der Vorfall vermutlich an die Führerscheinstelle weitergeleitet werden und die wird euch dann möglicherweise anschreiben, denn denen ist das egal, ob ihr eine Genehmigung habt oder nicht. Die wollen natürlich davon ausgehen, dass ihr grundsätzlich nicht unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen Auto fahrt. Kann man sich vorstellen, wenn jemand Opioide einnehmen muss, chronisch, also jeden Tag, dann ist das okay, dann kann er das machen. Aber ob er ein Auto steuern kann oder schwere Maschinen bedienen und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung, wenn es denn einen Fall der Fälle gibt. Und genauso eine Einzelfallentscheidung ist halt eben auch die Vergabe der Ausnahmegenehmigung, der Ausnahmeerlaubnis von der Bundesopiumstelle. Aber wie gesagt, die richtige Diagnose, den richtigen begleitenden Arzt, und dann sieht die Sache so schon ganz erfolgsversprechend aus, liebe Zuschauer. Ja,
wir wissen ja, unsere Cannabispolitik, unsere Drogenpolitik im Allgemeinen ist super vermüllt. Also sowas Blödes gab es ja wirklich selten. Und wir haben auch schon oft erörtert, dass das keinerlei vernunftbasierte Politik ist, sondern rein willkürliche, die insbesondere wirtschaftlich motiviert ist. Ja, eine kapitalistische Motivation. So muss man das schon ausdrücken. Ja, weil aber immer wieder findige Köpfe sich dafür stark machen, dass dem irgendwann mal ein Ende gesetzt wird, dass irgendwann mal die Vernunft einzieht, auch in die drogenpolitischen, in das drogenpolitische Geschehen der Welt, können wir euch an dieser Stelle ein paar wichtige Werke vorstellen, die eben dafür arbeiten, die daran arbeiten, in den Köpfen der Menschen was zu ändern. Denn das ist der erste Schritt. Erst wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass Cannabis und auch andere psychoaktive Substanzen kein Teufelswerk sind, wenn also eine breitere Akzeptanz vorliegt, erst dann kann sich auch wirklich was bewegen und erst dann können auch die Politiker nicht mehr sagen, ja, wir sprechen ja für eine Mehrheit des Volkes und so weiter, letztlich uns alle veräppeln, ja. Und einer von denen, die sich dafür stark machen, dass die Cannabispolitik insbesondere irgendwann mal in eine andere Richtung geht und nicht mehr so menschenverachtend ist wie bisher, ist Matthias Bröckers. Und der hat ja vor kurzem ein Buch gerade ganz neu herausgebracht und da geht es um Cannabis. Und da geht es darum, den Menschen ihre Bedenken zu nehmen. Und das Buch, Matthias, wie hieß es doch gleich? Keine Angst vor Hanf, wo ich nochmal versucht habe, jetzt mehr als 20 Jahre nach dem dicken Hanfbuch mit Jack Herer, so auf 100 Seiten die Argumente kurz und prägnant zusammenzufassen, warum Prohibition, warum Verbot, warum Repression der falsche Weg ist und warum wir dringend eine neue Drogenpolitik brauchen und warum der Hanf die Droge ist, mit der angefangen werden muss, um die Drogenpolitik zu reformieren. Die rationalen Argumente, die wir, sage ich jetzt mal, für die Legalisierung, Regulierung von Cannabis haben, die sind ja unschlagbar eigentlich. Also man kann ökonomisch, man kann ökologisch, man kann sozial, man kann gesundheitspolitisch. Also es gibt keinen Aspekt der Diskussion, wo herauskommt am Ende, ja, Prohibition macht doch Sinn und ist richtig und funktioniert, ist effizient und so weiter. So, und dennoch und obwohl die rationalen und guten, richtigen Argumente auf unserer Seite sind, dass seit Jahren passiert ja unheimlich wenig. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und bin drauf gekommen und habe dem Buch deshalb den Namen gegeben. Das hat mit einer tief sitzenden Angst zu tun. Und diese Angst, die ist geschürt worden oder überhaupt initiiert worden in den 30er Jahren von der Kampagne von Enzlinger. Und die Argumente sind ja alle seit Jahrzehnten widerlegt, die Enzlinger da gebraucht hat. Das stammte ja eh alles aus der Boulevardpresse und so weiter. Aber es ist dennoch die erfolgreichste Propagandakampagne aller Zeiten gewesen, würde ich sagen. Weil auch 70 Jahre später nur eine Kleinigkeit reicht, um diese Angst sofort wieder zu triggern. Ganz genau, Herr Bröcker, so sieht's aus, ja. Und um diese Angst, die da laufend getriggert wird, irgendwie zu vermindern, zu verringern, den Menschen zu nehmen, ist es natürlich nötig, gebildet zu sein, informiert zu sein, aufgeklärt zu sein. Ja, und dafür stelle ich euch jetzt ein paar interessante Bücher vor. Also zum einen haben wir natürlich hier, das zeige ich euch nochmal, da ist es, Keine Angst vor Hanf. Matthias hat es gerade selber vorgestellt. Im laufenden Beitrag haben wir auch die beiden aktuellen neuesten Werke von Matthias aus dem Nachtschattenverlag zum Thema Hanf gezeigt. Hanf im Glück, das hat Matthias zusammen mit Gerhard Seyfried geschrieben. Und dazu gibt es das Hörbuch demnächst, das wird jetzt gerade produziert. Ja, zum Thema Cannabis als Medizin hatte ich in der vorigen Folge schon mal erzählt. Hier, Franjo Grotenhermen, das ist nicht nur er alleine, Britta Reckendrees war auch dabei. Die Behandlung mit Cannabis und THC, ein Standardwerk, gar nicht so dick auch, gut zu lesen, schnell gelesen, im Nachtschattenverlag rausgekommen. Das Standardwerk zur Cannabinoidmedizin und jetzt gerade in Vorbereitung kommt auch bald aus der Druckerei, ebenfalls von Franjo Grotenhermen, Hanf als Medizin im Nachtschattenverlag. Guckt euch das mal an. Jetzt im April kommt auch die Ausgabe 1 unseres Magazins Lucys Rausch heraus und da ist auch ein großer Artikel von Franjo Grotenhermen zur derzeitigen Situation der Cannabinoidmedizin in Deutschland zu finden.
und ein Artikel von Stefan Trebes zum Thema Dabbing, auch gerade ein trendiges Cannabis-Thema. Ja, dann gucken wir uns jetzt, liebe Gemeinde, nochmal einen Ausschnitt von unserem Symposium an. Da hatten wir das Hanfpodium, Hanfpolitik 2020. Da zeige ich euch einen Ausschnitt. Das gesamte Podium findet ihr auf unserer DVD. Blende ich euch dann zwischendurch auch mal ein, wann und wo die rauskommen, natürlich im Nachtschattenverlag und wann demnächst. Einfach als Vorgeschmack auf diese DVD und dass ihr mal seht, da machen sich Menschen wirklich ernsthaft Gedanken und die gehen absolut in die richtige Richtung. Und wenn wir das geschaut haben, treffen wir uns wieder hier und ich gebe euch nochmal ein paar allgemeine Buchtipps zum Thema Cannabis, über den Anbau zum Beispiel. Ja, lasst euch überraschen. Bis gleich. Aber die Wellen der Drogendiskussion gehen wirklich so auf und ab seit Jahrzehnten. Im Moment habe ich eher das Gefühl wieder, dass es ein bisschen anzieht durch die ganzen internationalen positiven Entwicklungen, vor allem in Amerika. Den Drogengegnern gehen langsam auch die Argumente aus, vor allem sich immer auf das böse Amerika zu beziehen. Das zieht im Moment nicht mehr. Und ich denke, wir haben gute Chancen im Moment, da fundierte Diskussion zu führen. Auf der anderen Seite ist das Drogenproblem in der Skala der Probleme des Durchschnittsschweizers, des Durchschnittseuropäers nicht mehr ganz weit oben. Das ergibt aber auch die Chance, dass wir nüchtern darüber diskutieren können und dass wir wirklich fachlich darüber reden können. Es ist auch so, dass ich habe ja das mit organisiert. Ich wollte keine expliziten Drogengegner haben, wie das oft so in den Medien, gerade so in den verschiedenen Talksendungen stattfindet, dass man die extremen Gegner dazu einlädt, weil so kommt man nicht vom Fleck, so kommt man nicht weit, wenn man immer diese populistischen, extremen Drogengegner mit einlädt, weil die können nur eins, einfach Nein sagen. Und ich finde, wir sollten viel mehr unter Experten Lösungen diskutieren, Ansätze, wie man wirklich was machen kann, und deswegen war mir eigentlich wichtig, Politiker einzuladen. Ich habe auch Leute vom BAG gefragt, vom Bundesamt für Gesundheit, die ja mitunter die ganze Bewilligung eigentlich erteilen sollten für diese Cannabis Social Club, wobei da sich niemand im Moment die Finger verbrennen will. Für die Politiker ist es kein wirkliches Thema, wo sie sich profilieren können, deswegen wird es still geschwiegen. Deswegen müssen, eigentlich sind alle Experten dafür, nur die Politiker haben es noch nicht gecheckt bis jetzt. Vielen Dank. Roger hat das Stichwort genannt, das heißt nüchtern, oder du hast gesagt, nüchtern darüber nachdenken, über den Umgang mit Rauschmitteln. Das ist so ein Paradoxon, dass eben die Gegner einer Regulation das überhaupt nicht nüchtern sehen und deshalb offenbar auch nicht eingeladen wurden, weil sie nämlich dann immer so hysterisch, religiös, fundamentalistisch argumentieren und nicht nüchtern. Also in meinem ersten Büchlein für den Nachtschattenverlag habe ich eben total nüchtern und spektakulär beschrieben, welches Modell das beste wäre, und das finde ich heute noch. Und das finden noch viele auf der Welt. Wir sind in der Schweiz eigentlich ein Kompetenzzentrum, also auch Länder wie Uruguay, die jetzt das vernünftig, rational regeln mit sauberer Gesetzesgrundlage, orientieren sich an unseren Fachleuten. Also Professor Brenneisen sitzt hier, er berät die Regierung in Uruguay für die Umsetzung eines rationalen Systems. Und ich habe damals, weil ich Agronom bin, Hanfforschung betreibe und in der Politik arbeite, mal studiert, wie geht die Schweiz um mit Alkoholika, mit Tabak, mit anderen Genussmitteln, und habe festgestellt, das ist sehr klug, wie sie damit umgehen. Sie haben nämlich keine Prohibition eingeführt, sondern eine sehr vernünftige Regulation.
Und das ist auch mit Hanf möglich. Man muss überhaupt nichts Neues erfinden. Man kann den Umgang unserer Verwaltung und Gesetzgebung mit Likör, mit gebrannten Wassern, mit potenten Alkoholika problemlos übertragen in ein Regulationsmodell für Hanf. Die Probleme sehe ich tatsächlich auf der juristischen Ebene, was aber leider auch kein Zufall ist. Die internationalen Verträge, die auch von der Schweiz akzeptiert werden, wurden so formuliert, dass ein legaler Zugang für den hedonistischen Gebrauch von Cannabis nicht möglich sein soll. Das war ein eigentliches Ziel mehrerer internationaler Verträge. Und ich meine, dass ein hedonistischer Gebrauch von Cannabis diesen Verträgen prinzipiell widerspricht. Es gibt eine Behörde, eine UNO-Drogenkontrollbehörde in Wien, die das überwacht. Und es steht auf der Wikipedia-Homepage dieser Behörde, das sieht man sehr einfach, dass die Substanzen, die diesen Verträgen unterliegen, nur für wissenschaftliche oder medizinische Zwecke gebraucht werden dürfen. Wir sehen ja gerade jetzt in neuerer Zeit in den USA, dass da die ersten Bundesstaaten eine regulierte Legalisierung beschließen. Es kommen dieses Jahr noch zwei Abstimmungen in Amerika. Wir sehen es in Uruguay. Und ich halte das Argument mit den internationalen Verträgen, was auch bei uns in Deutschland immer wieder kommt. Ich habe keine Debatte mit irgendeinem Politiker gehabt, wo das nicht dann genannt wird. Und da muss man zum einen mal schauen, aber das ist ein abendfüllendes Thema, wie sind überhaupt diese Verträge, die Single Convention Anfang der 60er Jahre zustande gekommen. Und da sieht man, dass der Harry Anslinger, also der Mensch, der diesen Wahnsinn des Hanfverbots in den 30ern in den USA umgesetzt hat, dann nach dem Zweiten Weltkrieg weggelobt wurde zur UN und dann das sozusagen internationale Gesetze gegossen. Ich gebe Ihnen recht, man muss auf internationaler Ebene da auch was tun, weil es ist ja offensichtlich, dass die Politik der Prohibition, das gilt nicht nur für Hanf, aber wir bleiben mal beim Hanf, absolut irrational ist. Also eine Politik, die nicht funktioniert, die ist irrational. In Deutschland haben wir in den letzten 20 Jahren haben sich so die Konsumentenzahlen etwa verdoppelt. Gleichzeitig haben sich aber auch die Strafverfahren verdoppelt oder mehr als verdoppelt, vervierfacht. 130.000 Verfahren in Deutschland wegen Hanf jedes Jahr. Und dennoch ist der Konsum nicht zurückgegangen. Also das ist irrational. Und man muss eigentlich, wenn man diskutiert oder wenn man einen Plan entwickeln will, wie kriegen wir das weg, darauf immer insistieren und sagen, ihr Lieben, wir finden ja gut, was ihr vielleicht im Kopf habt, dass niemand Drogen nehmen soll und alle leben sportgestählt und drogenfrei, ist ja schön und gut, aber es funktioniert nicht und schon gar nicht mit der Methode, dass wir Polizei und Justiz dafür einsetzen, also Repression. Ja, liebe Zuschauer, das ist also ein Podium, das es lohnt, sich anzuschauen. Unsere DVD kommt jetzt im Frühjahr auch raus. Ich produziere sie auf Hochtouren. Ist jetzt auch bald fertig. Und dann werde ich euch auch ankündigen, wenn die draußen ist. Ja, liebe Zuschauer, ich hatte ja versprochen, noch ein paar Buchtipps. Was hat der Nachtschattenverlag so an Hanfbüchern noch zur Auswahl? Oh, eine ganze Menge. Da könnt ihr mal auf nachtschatten.ch gucken. In der Bücherübersicht, da gibt es wirklich also einen riesen Stapel mit Büchern zum Thema
Hanf. Anknüpfend an das Problem mit der Cannabismedizin, hatten wir vorhin schon kurz auch angesprochen, ist das Thema mit dem Führerschein. Da hier von Theo Pütz, das Buch Cannabis und Führerschein. Das ist voriges Jahr rausgekommen, absolute Referenz. Hier ist alles drin, was ihr wissen müsst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Autofahren und Cannabis. Ja, ob Patient oder Hedonist, ganz egal. Das ist die Referenz. Dann auch wieder immer wieder in der Diskussion das Thema der Anbau von Cannabis. Ja, Cannabis-Patienten müssen ja jetzt im Grunde genommen künftig im Falle eines Falles, im Bedarfsfall nämlich, eine Genehmigung erhalten, ihr eigenes Gras anzubauen. Ja, das hatte ja das Verwaltungsgericht in Köln voriges Jahr entschieden. Dass also die Bundesopiumstelle nicht einfach per se sagen kann, nee, das verbieten wir, sondern es muss entschieden werden im Einzelfall, wie wichtig, wie dringend ist das Ganze. Und wenn ein Patient keine andere Möglichkeit hat, sich zu therapieren, sich zu behandeln, dann muss ihm die Genehmigung erteilt werden, anzubauen. Und weil da unsere Politiker doch eine große, große Angst vor haben, setzt sich unter anderem unsere Bundesmarlene Mortler, derzeitige Drogenbeauftragte in Anführungszeichen, das ist ein Witz, jetzt dafür ein, dass die Kassen die Cannabinoidmedizin der Patienten künftig zahlen sollen und auch, dass Patienten künftig leichter da rankommen sollen und die Leute denken, wow, ist ja toll, die Bundesdrogenbeauftragte von der CSU setzt sich dafür ein, dass die Cannabispatienten zu ihrem Recht kommen. Ja, von wegen. Das macht sie doch nur, weil die Politiker Angst haben. Angst vor eben diesen Ausnahmegenehmigungen für den Anbau. Jetzt sagen sie, um Gottes Willen, bevor die anbauen dürfen, müssen wir dafür sorgen, dass die Kassen die Medizin bezahlt. Sonst grown die ja gleich alle. Und das wollen sie natürlich nicht, gerade die Damen und Herren von der CSU. Dennoch, eines Tages wird es so sein und wir werden anbauen dürfen, ob Patient oder nicht. Und dann sind wir nämlich gewappnet mit Büchern aus dem Nachtschattenverlag. Zum Beispiel der Cannabisanbau, ein Taschenbuch, ein Paperback. Wichtig für jeden, der vielleicht auch noch nie angebaut hat und sich so mit den Grundlagen vertraut machen will. Ein Buch, was in keiner Grower-Bibliothek fehlen sollte. Genauso Jorge Cervantes. Ja, Marihuana-Anbaugrundlagen ist auch so ein Bestseller. Ja, hat der Nachtschattenverlag in Distribution, genauso wie das Ed Rosenthal-Buch, das Marihuana Growers Handbook. Das zeige ich jetzt hier nicht, das habe ich schon sehr, sehr oft vorgestellt. Das gibt's auch im Nachtschattenverlag. Also der praktische Leitfaden für Cannabisfreunde und für alle, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen, so richtig auch in die Hybridisierung und so weiter, empfehle ich aus dem Nachtschattenverlag die Enzyklopädie der Cannabiszucht. Fettestes Standardwerk zum Thema. Das derzeit einzige deutschsprachige Buch, was sich wirklich mit der Zucht, nicht nur dem Anbau im Growing, sondern mit der Cannabiszucht auseinandersetzt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Unbedingt mal reingucken. Und hier bleiben wirklich keine Fragen mehr offen. Ja, liebe Zuschauer, das soll's gewesen sein für dieses Mal. Das Thema Cannabis ist ja auch extrem interessant. Es tut sich ja auch sehr, sehr viel gerade. Schickt mir ruhig auch weiterhin eure Fragen. Und das Thema Cannabis und Medizin sollten wir doch noch ein bisschen öfter hier und detailliert auseinandernehmen. Mal gucken. Stellt doch alle eure Anträge. Wäre doch interessant, wenn demnächst einfach ein paar mehr als nur diese knappen 400 über so eine Ausnahmeerlaubnis verfügen. Ich denke, es könnten Tausende sein, die das Recht haben, so eine Genehmigung zu bekommen. Und sie wissen es nicht oder sie trauen sich nicht oder sie meinen, oh, das wäre aber irgendwas dabei. Nö, da ist nichts dabei. Macht es doch einfach. Geht los. Geht zu eurem Arzt, sprecht darüber und hört auf, es totzuschweigen. Es ist ein normales Thema. Wir sind keine Kriminellen und Cannabis ist kein Teufelszeug, sondern eine heilige Pflanze, eine Ritualpflanze, eine wunderbare psychoaktive Pflanze und eine hervorragende und nicht zu unterschätzende Medizin. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder in ungefähr einer Woche oder ein bisschen weniger zur nächsten DEA und dann nächsten Monat zur neuen Nachtschattentelevision Ausgabe 30. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.